Anführer hier, wie ist der Status? Korridor ist frei. Hier ist nichts, Sam. Was zur Hölle? Hurensohn! Anführer, schenke links. Stab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs. Marine Team Bravo ist außer Gefecht. Status unbekannt. Es hatte eine militärische Übertragungskarte dabei. Du musst sie zurückholen. Sie enthält kodierte Daten für den Notruf an die Flotte. Du bist unsere letzte Hoffnung auf Verstärkung. Finde diese Karte. Schnell! Sicheren Bereichs. Warnung. Kühlstab 2 offline. Hauptreaktortemperatur jenseits des sicheren Bereichs.
Wartungsbrücke funktionsfähig. Audiolog von Waffenspezialistin Theresa Chaser, 3. November 2145. Erfreulicherweise haben die vorläufigen Tests zum Munitionsspeicher der neuen Mach 3 Plasmakanone unsere Erwartungen weit übertroffen. Dank der Techniken, die im Molekularverdichter des Alpha-Labors entwickelt wurden, konnten wir die Speicherkapazität der Munitionspackung um volle 50% erhöhen. Sicher werden wir im Verlauf der weiteren Verdichtungsforschung unser Ziel erreichen, den Plasmaspeicher der derzeitigen Standard-Munitionspackungen zu verdreifachen. Ich möchte auch anmerken, dass alle Mitarbeiter hier bei der Abteilung Plasmaspeicherung der NPRO-Anlage außerordentlich hilfsbereit waren. Zur sicheren Aufbewahrung habe ich die Plasmakanone und die zusätzliche Munition in Schließfach 063 mit dem Türcode 972 eingeschlossen. Block Ende. Personal, räumen Sie die Anlage. Fluchttüren versiegelt. Unterstützung durch Anlagenverwaltung anfordern. Warnung, Reaktorkerntemperatur im Stand 35 Grad Celsius. Warnung, Reaktorkerntemperatur steigt 85 Grad Celsius. Warnung, Reaktorkerntemperatur übersteigt zulässigen Wert. Louise, du musst die Übertragungskarte finden. Wer weiß, was Swan tut, wenn er sie in die Finger kriegt.
Warnung. Reaktorkerntemperatur Stahlgrad Celsius. Sehen Sie die Karte? Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler. Kühlstab 2 online. Thank you.
Steve Hammer, Wartungstechniker. Seit Private Swenson ausgeflippt ist, auf den Getränkeautomaten geschossen und sich dann mit einer Plasmakanone angezündet hat, sind wir alle etwas nervös. Wir von der Wartung hatten das ja kommen sehen. Und als der verdammte Automat seine Credits nicht nehmen wollte, tickte er aus. Fluchte wie wild. Sah schon witzig aus, wie die Maschine hochging. Aber bevor wir reagieren konnten, hatte er genug Plasma in sich reingejagt, um ein ganzes Bürogebäude mit Energie zu versorgen. Vom Kopf war ja nicht mehr genug da zum Wegräumen, bloß noch Dampf. Nicht schön. Für keinen. Tja, also ich weiß, dass wir wegen der psychischen Probleme in der letzten Zeit zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen brauchen. Aber wenn die Wachen anfangen, verrückt zu spielen... Ich weiß nicht. All diese zusätzlichen Waffen und Munition... Brauchen wir wirklich so viel Feuerkraft? Ein paar von uns haben dann alle nicht gesicherten Plasmapatronen weggeschlossen, die wir finden konnten. Der Code ist 734. Ich glaube, heute Nacht schlafen wir alle etwas ruhiger, in dem Wissen, dass sie weggeschlossen sind. Soweit ich es noch schaffe. Hier, nimm die Übertragungskarte. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Wir müssen los. Was? Ah!
Audiolog von Officer Ron Rich vom 16. Oktober 2145. Unfälle im Transporttunnel sorgen für Probleme sowohl bezüglich Nachschub als auch Wartung. Jeder Unfall führt zu einer ein- bis dreistündigen Verzögerung bei den größtenteils zeitkritischen Lieferungen. Es ist klar, dass die Sicherheit an bestimmten Kreuzungen verbessert und alle Mitarbeiter zu sicherem Fahren angehalten werden müssen.
Am stärksten sind die Unfallzahlen in den letzten 6 Monaten auf der Strecke zwischen NPRO und Kommunikationszentrale gestiegen. An den Hauptkreuzungen müssen Sicherheitshinweise und bessere Beleuchtung angebracht werden, während zu Stoßzeiten die Nutzung auf Lieferfahrzeuge beschränkt wird. Sämtliche Mitarbeiter sollten auf die Magnetbahn ausweichen, um die Transporte nicht zu behindern. Wartungsausgang frei. Thank you.
Lift in Station gerufen. Thank you.
Lass die Kommunikationsanlage erreicht. Du musst die Botschaft zur Flotte absetzen. Vorsicht vor Tempel und Swarm. Die USC-Einzelträger liegen ein Feister auf, was sie nicht passieren. Hey! Leistungsschwankungen in Hauptroute 48 A6. Umleitungsversuch wird gestartet. Primäre Kommunikationssysteme offline. Versuch, Sekundärtower zu konfigurieren, fehlgeschlagen. Kommunikationssystem überlastet. Kommunikationssystem deaktiviert. Den Delta-System-Computern ist keine Kommunikation von der Basis nach draußen möglich. Das war wohl Swan, der Idiot. Du musst die Botschaft irgendwie anders absetzen. Schlag dich zum Satellitenraum durch und stell manuell eine Verbindung her. Auf Basis Grundriss führt der schnellste Weg durch den Maschinenraum. Du musst es schaffen, Lee. Setz die Nachricht ab. Come on.
Audiolog von Officer Ben Wolf vom 7. Oktober 2145. In den externen Redundanzprotokollen wurden unautorisierte Übertragungen gefunden. Diese Protokolle werden sonst nicht ausgewertet. Eine ungeplante Prüfung hat jetzt jedoch erhebliche Aktivität aufgedeckt. Diese Angelegenheit wird weiter geprüft. Besonders interessant sind die Übertragungsblöcke D4560 und DE3288, die nicht mit Basissystemen verknüpft sind. Weitere Informationen folgen. Ich glaube, die Quelle der Invasion ist das Hauptportal hier im Delta. Wenn du die Nachricht abgesetzt hast, komm so schnell wie möglich her. Laut Computer sind Swan und Campbell immer noch in der Gegend. Also Vorsicht. Ich setze die Nachricht ab.
Manuelle Verbindung eingerichtet. Berlin, hören Sie mich. Weg von der Konsole. Rufen Sie keine Verstärkung. Solange wir nicht wissen, was zur Hölle hier los ist, bleibt das Gebiet unter der Kontrolle der UAC. Stoppen Sie sofort die Übertragung. Satellitenverbindung hergestellt. Idiot, Sie wissen nicht, was Sie getan haben. Keiner weiß, was geschieht, wenn die Kreaturen das Schiff in die Hände bekommen. Sie haben vielleicht die ganze Erde in Gefahr gebracht. Ich gehe nach Delta, um es aufzuhalten. Übertragung erfolgreich. Sehr gut, Marlene. Ich habe die Meldung empfangen, dass die Flotte schon unterwegs ist. Ich warte hier in Delta auf dich. Komm möglichst schnell her.